Florian Kehrmann von Lemgo hat ja auch gesagt, er erwartet hier eine hitzige Atmosphäre. Die bekommt ihr hier geliefert bei rund 2000 Zuschauern in der Coburg Arena. Lemgo hat es schon erlebt. Die haben auch den Pokal schon gewonnen. Ja. Also von daher, die haben sogar viermal den Pokal gewonnen, richtig, zuletzt 2020. Also noch gar nicht so lange her. Der Verein kennt auf jeden Fall das Pokal-Feeling von dem her. Und die Coburger sind nie über das Achtelfinale hinausgekommen. Erster Treffer der Partie durch Nils Garados Verstein. Überragende Parade im Tor von österreichischen Nationalkeeper Konstantin Möstl. Knauer, Helmersson, überragende Parade, Konstantin Möstl. Der österreichische Nationaltorwart. Wie immer natürlich, 6 gegen 6 heißt es dann in der Zahl. Es läuft das Spiel weiter. Ballbesitz Coburg. Super. Und grandios. Jetzt sind sie in der Zeitlupe nochmal. Schöne Drehung. Helmersson. Bei Lemgo, also von daher, das war schon ein wirkliches Ereignis damals. Ja, müssen wir aber verraten, wie es dann ausging. 32 zu 24 stand es dann am Ende für Lemgo. Hätte ich gar nicht gewusst mehr, das Ergebnis. Und da ist der Ausgleich. Die Franken sind mitunter ein bisschen zurückhaltend, was die Emotionen angeht, aber auf dem Platz zumindest oder auf der Platte hier auf jeden Fall nicht. Jetzt werden die beiden Umbertäusche erstmal beraten, was sie tun. Wir schauen die Zeitlupe an. Es könnte sogar über Rot diskutiert werden. Ne? Das ist die Sprache erstmal. Auf jeden Fall, es gibt rote Karte. Tatsächlich. Die Coburger sind hier wirklich auf Überraschungskurs. Aber gut, 22 Minuten jetzt gespielt, aber das 12. Tor. Mika Helmersson ist natürlich souverän. Und einfach auch stark besetzt, das darf man nicht vergessen. Großartiges Anspiel. Und auch hier, aber Coburg hat einfach Petrus. Boah, ist hier eine Stimmung in der Bude. Wahnsinn. Tor für Lemgo. Hendrik Wagner. Braucht der Underdog heute auch, wenn sie was reißen wollen. Pavels Walkowskis. Und jetzt schon eine Hitze hier am Kommentatorenplatz eigentlich. Stimmung ist am Kochen. Hitzige Stimmung. Tor. Super. Der Ausgleich. Wagner. Verzeihen, der Niederländer. Im rechten Rückraum. 7 Meter. Millimeterentscheidung, 7 Meter für Lemgo. Petros! Pavels! Walkowskis! Und erneut Führung für die Coburger. Und Lemgo startet den nächsten Angriff. Da ist beim Gegner so ein Torhüter drin, der solche Dinge rausholt. Verzweifelt man dann oder probiert man es trotzdem immer wieder? Wie ging es dir da? Na, du musst ja weiter probieren. Aber schau mal hin! Kukubinas hält den nächsten Ball. Wichtige Phase gerade im Spiel. 39. Minute. Ja. Lemgo kann jetzt wieder mit zwei weggehen und wieder ist es Schagen. Freiburg-Pfiff. Tor. Und die Zwei-Tore-Führung für Lemgo. Anil Mahmoud Efendic hat sich gerade massiv beschwert beim Kampfgericht und beim Spielbeobachtung, also bei Jürgen Rieber. Super Tor von Jan Schäffer. Schöner Heber, sehen wir in der Zeitlupe nochmal. Alles richtig gemacht. Also ich vermute jetzt mal, es wird
ist das ein Fight? Ist das ein Kampf? Ich glaube, ihr merkt es auch daheim. Da ist der Ausgleich. Helmersson, Walkowskis, Fuß. Fuß! Drei Tore für uns. Das ist der rechte Fuß im Viertelfinale für den Zweitligisten. Merlin Fuß. Aber jetzt warten wir es mal ab. Helmersson. Und da ist es. Victor Helmersson, der Italiener. Zwei Tore Führung für den HFC. Helmersson kriegt den Ball. Das war's. Noch nicht ganz. Tor. Der letzte. Und damit ist das Spiel aus. Und das Spiel ist vorbei. 29, 28. Die Pokalsensation im Achtelfinale. Alle Spiele live und auf Abruf bei Dein. Noch mehr Handball gibt's übrigens hier. Hier draufklicken. Auf geht's.